Wie du aufhörst, aus Frust zu essen. Das ist ein sehr spannendes Thema. Es geht in die Richtung Binge-Eating. Es gibt genug Menschen, wenn sie sehr frustriert sind, fangen sie an, sich mit Essen voll zu stopfen, bis sie sich fast nicht mehr spüren. Und das sind tiefe Ängste, tiefe Frustrationen, Ohnmachtsgefühle, niedrig schwingende Gefühle, die man einfach nicht spüren möchte. Sorgen, Probleme. Und deshalb stopft man sich einfach voll. Und das sind Momente, wo man sich einfach null im Griff hat. Und in diesem Video möchte ich darauf eingehen. Wir sind jetzt aktuell im Jahr 2022 im Dezember. Ich finde das Thema passend, weil jetzt einfach, ja, Dezemberzeit ist ja sehr deftiges Essen, aber auch ganz viel Süßes, Plätzchen, Weihnachtsgebäck. Und manchmal kann man sich da vergessen, stopft sich voll und wünscht sich im Januar, dass man das im Dezember nicht gemacht hat. Gehen wir direkt in das Thema rein. Wenn viel Frust in einem ist und viele Ängste sind und man nicht die Kapazität hat, damit zu arbeiten, ist natürlich der Weg zum Essen sehr einfach, weil mit Essen fühlen wir uns sicher, wir fühlen uns wohl und geborgen. Unterbewusst beruhigen wir uns auch, wenn wir essen. Wenn wir Probleme haben, wenn wir Ängste haben, wenn wir Sorgen haben, wenn wir uns einfach schlecht fühlen, dann ist unser Körper in einem Zustand Flucht, Kampf oder Erstarrung. Es können verschiedene Arten sein von Zuständen, weil von Person zu Person ist es unterschiedlich. Wenn wir in einer niedrigen Schwingung sind, also uns schlecht fühlen, fühlt sich der Körper nicht sicher. Er fühlt sich nicht entspannt. Und deshalb haben wir unterbewusst das Gefühl, etwas tun zu müssen, wie zum Beispiel das Essen. Also wird von den negativen Gefühlen abgelenkt, man stopft sich voll. Und danach ist man aber wieder in diesen tiefen Gefühlen von Scham und Schuld. Warum habe ich das getan? Ich werde immer dicker. Ich werde niemals abnehmen. Warum habe ich mich nicht im Griff? Und dann sind wir in einem Loop von negativen Gefühlen und Gedanken und es zieht sich immer weiter und weiter und weiter. Und wir zerstören uns selbst durchs Essen, aber auch durch unsere Gedanken. Wir sind also null liebevoll zu uns selbst. Frust ist eine Antwort auf eine Situation oder auf Gedanken und Überzeugungen über etwas, das uns Sorgen und Angst macht oder das in uns Sorgen und Angst erzeugt. Einiges kann auch von der Kindheit kommen, wenn wir uns als Kind nie wirklich sicher und geborgen gefühlt haben. Oder auch vernachlässigt wurden oder arm waren oder auch andere Erfahrungen hatten. Dann macht uns das empfänglicher für Frust und depressives Frustessen. Ständig erschöpft und frustriert zu sein, erhöht den Stresslevel in unserem Körper. Und wir wissen ja, was Stress mit unserem Körper macht. Der setzt, auch wenn wir nicht viel essen, schon Fett an. Sorgt aber auch dafür, wenn wir uns total gestresst fühlen, dass wir erst recht anfälliger sind, süchtig zu werden nach Zucker, nach Alkohol, nach was auch immer, gerade was das Essen betrifft. Wie kann man aber da jetzt rauskommen? Meine Frage an dich, was hast du für Gedanken, die dafür sorgen, dass du auf einmal anfängst zu essen? Was sind das für Gedanken, die offene Loops, also unbeantwortet, ständig im Hintergrund rattern? Sind das Gedanken wie: Ich komme nie aus der Situation raus. Ich werde nie abnehmen. Ich schaffe es nicht, meine Rechnungen zu bezahlen. Was wird aus meinen Kindern? Ich werde nie aus dieser Situation rauskommen. Ich habe nicht die Kraft, meine Situation zu verändern. Was, wenn sie für immer so bleibt? Fühle mal rein, wie sich das anfühlt. Macht es deinen Körper weit und entspannt oder eng und frustriert? Und alles, was eng macht, versuchen wir unterbewusst zu bekämpfen. Wenn wir bewusst sind, können wir sie wahrnehmen. Und oft ist es unangenehm. Wir haben als Kinder gelernt, unangenehme Gefühle nicht fühlen. Immer ablenken. Jetzt sind wir aber erwachsen. Wir können, ich sage jetzt, wir können, natürlich sehr schwer traumatisierte Menschen können es auch, aber mit Begleitung, unangenehme Gefühle ein Stück weit mit ihnen zu bleiben. Und dafür müssen wir Ressourcen aufbauen. Ja, dafür brauchen wir, und deswegen kann das nicht wirklich jeder, ich möchte jetzt niemanden die Macht abtun und sagen, du brauchst auf jeden Fall einen Coach und du brauchst auf jeden Fall einen Therapeuten. Aber es gibt einfach Menschen, wenn die das nicht schaffen, sie sehen sich dieses Video an, schaffen es nicht und machen sich wieder fertig und denken, ja, weil ich zu blöd dafür bin. Wenn du es nicht schaffst, nicht weil du zu blöd dafür bist, weil du vielleicht ein bisschen Hilfe brauchst, ein bisschen Begleitung brauchst, weil etwas in dir so traumatisiert ist, dass es keine negativen Gefühle mehr zulässt, weil es so überfordernd war damals in der Vergangenheit. Und deshalb ist es sehr schwer, jetzt diese Gefühle zuzulassen und mit ihm zu bleiben, weil es Angst macht. Deshalb kann es Menschen geben, die brauchen dann ein Stück weit Begleitung. Trotz allem,
Schaue, was da für Fragen in dir hochkommen und beobachte, wie du darauf reagierst. Weil das sind alles Ängste über die Zukunft, die Frust im Jetzt erschaffen. Das heißt, man sorgt sich über Zukünftiges, man hat dann so ein Kopfkino, was nicht gerade alles passiert. Kannst du dich selbst beobachten und wahrnehmen? Aha, interessant. Ich habe Angst, dass ich meine Rechnungen nicht bezahlen kann. Ich sorge mich darüber, was aus meinen Kindern wird. Interessant. Ich habe Angst, dass ich nie aus dieser Situation rauskomme. Okay. Boah, das tut weh. Das fühlt sich sehr, sehr schwer an. Ich fühle mich gerade sehr alleine. Ich fühle große Angst. Ich fühle mich verloren. Ich fühle mich nicht sicher und geborgen. Das macht mir Angst. Das heißt, du siehst diese negativen Gedanken und kannst sie annehmen für das, was sie sind und kannst auch sehen, dass es dir Angst macht. Oft sind wir, nur weil wir erwachsen sind, denken wir, dass wir es in der Lage haben müssen, dass wir die Macht haben müssen, dass wir es im Griff haben müssen. Müssen wir nicht. Nicht jeder Erwachsene, in Anführungsstrichen, hat sein Leben im Griff, seine Gedanken im Griff, schon gar nicht. Nicht jeder Erwachsene schafft alles, was auf ihn zukommt. Wir können zugeben, dass wir gerade schwach sind, dass wir gerade Angst haben, dass wir gerade einfach nur frustriert sind und nicht weiter wissen, dass wir einfach nur verängstigt sind. Das dürfen wir zugeben, auch als Erwachsene. Das heißt, du kannst das beobachten und sehen, okay, da ist ganz viel Enge. Wow. Total unangenehm. Total unangenehm. Ich kann mich verstehen, wenn ich da einfach anfange zu essen. Wie würde sich denn jetzt hier in dem Moment weiter anfühlen? Du kannst Experimente machen. Du kannst mit dir spielen. Hier ist ganz viel Enge, ganz viel Druck. Ich spüre es auf meiner Brust. Ich spüre es auf meinen Schultern. Ich spüre es auf meinem unteren Rücken. Ganz viel Last. Wie würde es sich anfühlen, wenn das jetzt weg wäre? Wie würde sich Leichtigkeit und Weite anfühlen? Boah, spannend. Fällt mir schwer, das zu fühlen. Ich spüre ein wenig Leichtigkeit. Da kommt aber immer noch mein Ego und sagt, aber du kannst dich nicht weit fühlen, weil du hast ja noch dieses Problem. Spannend, wie ich mich energetisch in meinem eigenen Gefängnis festhalte, weil mein Verstand, auf den ich ja trainiert wurde, mir immer wieder Enge, Schwere und Probleme vorgibt. Mich nicht frei lässt, mich frei zu fühlen. Allein dieser Gedankengang kann dafür sorgen, dass du anfängst zu überlegen, ja, aber mein Verstand, wer ist denn mein Verstand? Ich kann mich doch freilassen. Ich kann doch ein Stück weit mal üben, ein bisschen Weite in mir zu spüren, ein bisschen Leichtigkeit in meinem Körper und in meinen Gedanken zuzulassen. Für kurze Zeit, sei es nur für 10 Sekunden. Wenn wir so mit unseren Emotionen, Gedanken, Gefühlen zusammenbleiben, dann haben wir nicht das Bedürfnis zu essen. Es wird immer wieder Momente geben, auch wenn du dieses Video 10-mal guckst, kann es immer wieder Momente geben, wo du abrutschst und wieder isst. Und wenn du da liebevoll zu dir bist, stell dir vor, du bist deine eigene Mutter. Und du rutschst ab und isst unglaublich viel und gibst ganz viel Geld aus und gehst einkaufen und isst das und das und das und das und hast danach so Bauchweh und so Schuldgefühle. Wie würde die optimale Mutter mit dir umgehen? Die würde dich in den Arm nehmen. Du könntest in ihrem Arm einfach nur heulen. Einfach nur voller Frust heulen über deinen Verlust, über deinen Fail, über den Fehler, über was auch immer. Und sie umarmt dich und lässt dich einfach nur weinen. Ohne zu sagen, ja, siehst du, habe ich doch gesagt, du bist doch bescheuert, du bist doch... Nein, nimm dich selbst in den Arm, streichle deinen Unterarm, deinen Oberarm. Sei liebevoll zu dir. Es passieren immer wieder Rückfälle, das darf sein. Ohne Fehler können wir nicht erfolgreich sein. Und wenn du so liebevoll zu dir bist, dann weiß dein Unterbewusstsein, selbst wenn ich jetzt wieder einen Fehler mache, werde ich dafür nicht bestraft. Und du kommst raus aus diesen tiefen, dunklen Emotionen und Gedanken und Gefühlen, weil du immer liebevoller zu dir bist, dich immer wertschätzender mit dir selber umgehst. Wenn Sorgen wieder hochkommen, kannst du, also was ich gerne mache, ist mit Gott sprechen und ich sage dann, ich habe Angst gerade. Es ist zu viel.
Es ist für meinen menschlichen Körper gerade einfach nur wirklich zu viel. Ich weiß, oder ich gehe davon aus, dass meine Seele gerade eine wertvolle Erfahrung macht. Gib mir bitte Erleichterung. Nehme die Sorgen in deine Hände. Es ist gerade nicht einfach. Was könnte hinter der Situation, in der ich gerade drin stecke, was könnte dahinter stecken? Was soll ich daraus lernen? Weil hinter jedem Problem, wo ich gerade nicht rauskomme, steckt gerade eine ganz wichtige Lektion, die mich sehr stark macht, die mich weiterbringt in meinem Leben. Ich sehe es gerade nicht. Ich sehe gerade nur Probleme. Was ist es denn, was mich da, welches Talent soll in mir geweckt werden durch die aktuelle Situation? Gebete helfen. Ja, Gott, ich habe Angst. Gib mir Geborgenheit. Öffne mir Wege. Gib mir bitte deutliche Zeichen, was mein nächster Schritt ist, damit ich mich beruhigen kann. Und du kannst dir selber die Frage stellen, oft ist es Selbstsabotage, wenn wir viel essen. Was bringt es mir, mich klein zu halten? Was bringt es mir, mich jetzt in dem Moment klein zu halten, indem ich mich vollstopfe und weiter immer dicker werde? Wem oder was dient diese Situation jetzt gerade, dass ich mich so klein halte? Nimm diese Fragen mit. Nimm diese Inspiration mit. Antworte mir gerne in den Kommentaren, was es mit dir gemacht. Und wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, unten ist ein Link. Melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos.